Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Format. Immer noch Anno 2205, aber heute kein Let's Play. Also jetzt kein Let's Play, sondern ein Update-Video. Zum Update 1.3. Der ist noch ein Free-Update. Kann man auch da unten lesen. Free Content Patch 1. Das heißt, es sind einige neue Sachen dazukommen, Bugfixes natürlich, Balancing, vor allem an den Hauptquartier ist wegen rumgebalanced worden und das Interface ist an manchen Punkten überarbeitet worden. Ich habe mir gedacht, nachdem ich im Let's Play schon ein bisschen vorproduziert habe und ich zeitnah das Update eigentlich zeigen will, schauen wir uns heute das Update mal an, soweit es möglich ist. Und wenn wir im Let's Play dann soweit sind, also wenn ich die Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, gezeigt habe, dann machen wir natürlich hier weiter. Schauen wir mal rein. Dazugekommen dürfte eigentlich jetzt eben auffallen, was ist, oder? Wir haben jetzt eine vierte Karte in der gemäßigten Zone. Die müssen wir natürlich... Hi! Willkommen bei Ibarra Foxcom. Die müssen wir natürlich erst noch kaufen, aber das spielt ja keine Rolle, also Bilanz, das ist ja alles egal. Auch Projekt seltene Rohstoffe. Aber wir springen direkt mal rein. Können wir uns das mal anschauen. Sobald wir dann drin sind, können wir auch über die neuen Verbesserungen sprechen. Eine neue Verbesserung, die wir hier schon sehen, ist, die Ladebalken werden jetzt halt richtig dargestellt. Die haben vorher rumgebuggt teilweise, jetzt werden sie wirklich dargestellt, wie sie auch wirklich sind. Finde ich gut. Zum einen sollte das Menü etwas durchstrukturierter sein. Lassen Sie mich so wie hier, das ist jetzt auch neu. Dann können Sie fortfahren. Das heißt, nochmal zurück. Wenn wir jetzt hier auf dem Weltmarkt, können wir klicken und dann sehen wir, wie momentan, wie bei der Börse sozusagen, wie gerade der Kurs ist, ob was fällt, steigt und wie gerade der aktuelle Marktwert ist. Das natürlich auf alle Produkte gesehen und unsere Handelsrouten auch mit eingebunden sehen wir hier. Willst du wirklich was bewirken? Sonst hat sich... Vertrau mir, davon haben wir alle was. Sonst hat sich eigentlich wenig hier verändert, soweit ich weiß. Ein was hat sich noch verändert. Nämlich die Sektorenprojekte werden jetzt richtig angezeigt. Also der Fehler ist behoben worden, mit dass da die Sterne so rumgebackt haben. Jetzt, wenn das Sektorenprojekt erfüllt ist, sind wirklich alle drei Sterne da. Das heißt, hier und hier haben wir noch was nicht erfüllt, das müssen wir aber im Let's Play nochmal schauen. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert auf dem Let's Play, aber ist ja egal. Kommen wir noch zu ein paar Sachen. Zu ein paar Bugfixes, was noch so wenig erwähnt worden ist. Zum Beispiel wurden die Audio, wenn da irgendeine Person was gesprochen hat und mal vorgespult hat, wurden die abgebrochen. Das ist jetzt repariert worden. Und zum anderen kleinere Bugfixes, dass irgendwelche Quests auf dem Mond zum Beispiel nicht einlösbar waren, weil die Aufgaben irgendwo außerhalb der Map waren oder unerreichbar waren. Das ist geändert worden. Aber wir schauen uns erstmal die Wild Water Bay an. Wenn was Neues gibt, dann schauen wir es uns gleich mal an. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Das ist eine der größten Karten in Anno. Es wird das anspruchsvollste Bauprojekt, das sie bislang begonnen haben. Aber wenn man die Motivation ihrer Angestellten sieht, haben sie gute Aussichten. Der größte Sektor jemals. Und den werden wir auch vollbauen. Die Union ist beeindruckt vom Wachstum ihrer Firma. Kaum überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden.
Herzlich willkommen in der Wild Water Bay. So, zum einen, was soll noch angepasst worden sein? Es ist das Raumhafen-Menü. Jetzt steht dort, wie lang der Baufortschritt noch braucht. Wie der Fortschritt ist, der wird jetzt halt wirklich im Prozent passend angegeben und welche Rohstoffe fehlen. Und ist allgemein wegen überarbeitet worden. Das gleiche dürfte bei irgendwelchen Brücken auch der Fall sein. Die brauchen jetzt halt länger zum Bauen und benötigen mehr Rohstoffe, aber das Menü ist angepasst worden. Gut. Ich schaue hier nochmal gerade nach. So. Können wir uns mal die Karte hier anschauen. Ist verdammt groß, muss man sagen, ne? Ja, ist relativ groß, ne? Vor allem hat hier noch so eine kleine Insel und noch eine kleine Insel. Und natürlich. Wo ist denn der? Warum steht das Raumschiff schon wieder? Das backt schon wieder rum. Ach man. Ich hab gedacht, jetzt mit dem Update behebt sich was, aber anscheinend Collision Boxen gibt's immer noch nicht. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Erfolgsliste aktualisiert. Gut. Natürlich gibt es auch im neuen Sektor wieder ein Sektorenprojekt. Und wenn ich das Bild hier so zeige, dürfte das doch ziemlich klar sein, was wir hier sehen, oder? Es ist das Schiff von Trenchcoat aus Anno 2070. Das ist die Aufgabe. Können wir ja mal anklicken, theoretisch. Tag auch. Trenchcoat heiße ich. Hab da einen Plan ausgetüftelt. Nicht ganz astrein die Sache, aber es lohnt sich. Steigst du ein? Das ist die Trenchcoat-Aufgabe, kann man mal annehmen. Ausrangiertes Zeug, aber immer noch top in Schuss. Kann deine Koordinaten wieder in meine Route aufnehmen. Jawohl, Trenchcoat ist zurück. Geh dir das mal rein. An deiner Stelle würde ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Irgendwann müssen wir alle ins Gras beißen, was? Trenchcoat ist zurück. Hoff, du hast keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Jawohl, und damit wird das fehlende Stück gelöst. Jetzt bekommen wir einen Iridium-Generator. Nachdem wir Magnetit, Graphen und Petrochemikalien schon haben, können wir auch hier jetzt Iridium bekommen. Vom Trenchcoat. Als Sektorenprojekt in der neuen, ewig großen Karte. Die ist verdammt groß. Ja. Werden wir natürlich jetzt hier nicht machen. Wollte es nur kurz vorstellen. So. Ich schau mal hier kurz noch so, was gemacht worden ist. Zum einen wurden die Ornamente sollten aufgebessert worden sein. Steht hier zumindest 3 neue Ornamente. Vielleicht sind die irgendwo mit versteckt oder muss man sie noch freischalten? Wer weiß? Wer weiß? Zum anderen können wir jetzt mal zurückspringen auf eine Insel, die wir schon gehabt haben. Papadakis Enterprises. Schauen uns hier mal an, weil es gibt noch ein paar Neuerungen. Wenn ich das aufnehme, ich habe gerade erfahren, dass es die Neuerungen gibt, also direkt am Release-Tag vom Update. Sollte auch heute noch kommen, soweit ich weiß. Bin gespannt. So, eine Neuerung.
noch, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Bahnhof anklicken, dass jetzt alle Gebäude des gleichen Typs hinterlegt werden. Oder jetzt bei der Information, dass wir sehen, wo sind überall Informationsgebäude und so weiter. Oder Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das Firmenhauptquartier hat jetzt auch eine neue Anpassung. Wenn man das baut, erfüllt es alle öffentlichen Bedürfnisse. Das heißt, man muss nicht mehr die ganzen Gebäude mit Informationen und so weiter bauen, sondern es reicht das Firmenhauptquartier. Das bringt uns im Let's Play nämlich einiges, weil wir müssen den Sektor hier nicht komplett voll bauen, sondern können dann wirklich in die Wild Water Bay kehren und uns da ansiedeln. Na gut, Geld spielt eh keine Rolle momentan. Änderungen noch. Balancing wurde etwas angepasst, vor allem das Hauptquartier. Ich muss mal sagen, es wurden die Kosten eigentlich raufgedreht in allen Punkten. Kostet es mehr, bis auf Arbeitskraft. Die wurde von 10.000 auf 1.000 reduziert. Der Rest ist höher. Sonst noch kleine Änderungen. Erfolge, wo es bisher gab, wurden angepasst, damit sie auch mit der neuen Karte Wild Water Bay funktionieren. Ist ja auch irgendwie klar. Was sonst noch so? Vorhanden ist, ist eigentlich, das war's schon. Das war's eigentlich schon, was das Update so mit sich gebracht hat. Einmal die neue Karte, wo ewig groß ist. Können wir nochmal reinspringen? Da drin beenden wir dann auch den Part. Part, das Info-Video oder Update-Video. Gut, anscheinend performance-technisch haben sie noch nichts optimiert, aber das dürfte ja auch demnächst kommen. Spätestens mit dem 1.4er Update, wo dann auch die Tundra kommen soll Ende Februar, dürfte dann die Performance wegen optimiert werden. So, aber wenn wir uns das anschauen, das ist natürlich schon eine Hausnummer, die Karte, ne? Dass selbst wenn wir da oben eine Insel errichten, das ist ein Riesending. Das ist ja eine ewig große Karte. Müssen wir natürlich handelsroutentechnisch besser einbinden und so weiter und so fort. Du willst einen guten Deal? Sonst passt das eigentlich soweit. Hab noch was vergessen. Ein was habe ich vergessen. Genau, springen wir dahin. Nochmal zurück. Sie haben die offizielle Erlaubnis. Das können wir noch schnell machen, die Zeit haben wir. Dann wird es knapp 15 Minuten das Infovideo. Ich könnte es mir kürzer machen, wenn ich schneiden würde, aber das reicht schon so. Ich habe ja gesagt, dass wenn wir jetzt öffentliche Gebäude anklicken, dass dann alle mit dem gleichen Typ hinterlegt werden. Das ist nicht nur bei öffentlichen Gebäuden so, sondern das ist auch bei Produktionsgebäuden der Fall. Oder Logistikzentren. Also bei allem eigentlich. Ist das bei Wohnhäusern auch? Nee, Wohnhäuser ist es natürlich nicht. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Aber bei allem anderen ist es so. Also, jetzt wenn man zum Beispiel anklickt und will wissen, was ist alles Biopolymer, weiß man, das ist Biopolymer und so weiter. Oder wo sind überall Obstplantagen? Hier zum Beispiel. Dann könnten wir über die Insel schauen, was ist noch gelb hinterlegt. So, das war's eigentlich an der Stelle. Ich beende das Infovideo. Hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal was Neues, wofür heuer geplant ist, vermehrt. Wenn ich Zeit habe, kommen Infovideos. Würde mich auch heuer, will ich es jetzt wirklich durchziehen,
es öfters zu sagen. Wenn euch das Video gefällt, dann liked es, kommentiert es, verbreitet es, wie ihr wollt. Wir sind für alles offen. Ich bin für alles offen. Bis dahin, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auch im Let's Play wieder. Da dürfte nämlich ab Folge 59 dürft man hier weiter. 49 machen wir hier weiter. Bis dahin. Ciao.